Hamid. Gerrit. Was ist das? Ich würde mal sagen, das Auto ist krank. Hamid. Ich habe ein bisschen Angst. Das solltest du auch. Guck mal, das ist auch so ein Feature von dem Ding. Du brauchst Kraft, um die Tür zuzumachen. Ja. Du musst richtig. Das ist ein Männerauto. Ja. Das ist kein normaler Mann kauft sich sowas. Das ist doch richtig hardcore, nein, oder nicht? Nein. Also, du musst hier, wenn du so ein Auto kaufen willst, musst du schon alles haben. Da musst du die G-Klasse Cabrio schon mindestens einmal haben, einmal normal G-Klasse, ja, am besten natürlich ein G63 oder am besten ein G65. Da musst du raufdrücken, da auf den roten Knopf. Und dann natürlich auch so ein riesen Grundstück hast, wo du das Auto bewegen kannst. Dann kannst du mal über so ein Auto nachdenken. Und dann musst du es auch erstmal bekommen. Die sind ja alle ausverkauft. Ich bin sowas noch nie gefahren damit. 5,85 Meter lang? 5 Meter? Ich komme hier nicht drum. Guck mal, der hat einen Wendekreis von einem Öltanker. Ja, das stimmt. Das ist ja der Wahnsinn. Das stimmt. Die Rückfahrkamera ist ja sehr hilfreich. Ja, schon, ne? Ja, definitiv. Aber es ist ja okay, weil der Wagen ist so groß. Alles, was hinter dir ist, das überfährst du einfach. Definitiv. Also dir kann hier nicht viel passieren. Nee, ne? Dir kann hier definitiv nicht viel passieren. Oh, das ist schwer. Das ist Wahnsinn, ne? Auch wenn du längst, du längst und längst, du sagst, Alter, wann bewegt sich das Auto? Das ist wie so ein alter Mercedes schon fast, ne? Ja. Hör mal. Das sind, was, 85 Meter Wendekreis, sowas? Ja, also circa. Lass mal aufrund auf 100. Guck mal, die brauchen die ganze Fläche. Wahnsinn, ne? Wahnsinn. Du bist schon gefahren, ne? Ich bin schon mal gefahren, ja. Ich bin schon mal gefahren, auch Gelände. Oh. Ich muss sagen, das Auto kann alles. Ja? Also alles. Okay. Es gibt nirgendwo, wo du stehen bleiben kannst. Das Auto kann auch verbrauchen ohne Ende. Unter 30 Liter fährst du das Auto nicht. Nicht? Nicht. Ja, wollte ich dich gerade fragen, weil so Alltagstauglichkeit kannst du mit dem Ding vergessen. Nein. Also hier müssen wir Vernunft weglassen, Alltagstauglichkeit weglassen. Hier ist einfach nur pur Spaß, Verrücktheit. Rechts. Und es ist einfach, das Auto ist einfach crazy. Aber jetzt ohne Scherz, Gerrit, wenn du jetzt das Auto fährst, bist du schon mal eine normale G-Klasse gefahren? Nee. Auch nicht. Okay, ja gut. Aber, du bist ein SUV. Ja, genau. Hier, rugged. Aber so viel anders jetzt geradeaus lässt er sich nicht, oder? Also, du vergisst ganz schnell, was du hinten an Koloss bewegst. Das stimmt. Oder? Das fühlt sich aber alles sehr schwer an. Also ja, gut, okay, die Lenkung ist brrr und du spürst die Reifen. Ja. Aber da hast du recht, der könnte auch hier schon zu Ende sein. Ja, genau. Also genau, die restlichen 5 Meter, 4 Meter wechseln. Genau, ja. Ja, das Auto wiegt ja auch 4 Tonnen. Boah. Und hat Sitzheizung. Und hat Sitzheizung, Sitzbelüftung, sogar Standheizung. Oh, okay. Also ich finde, das Auto macht auch mega Spaß bei Schnee. Ich bin das Auto mal vor 3 Jahren auf Schnee gefahren in Kitzbühel. Geil. Mega geil. Also echt. Aber auch bergauf? Ja, bergauf, bergrunter. Es gibt auch nirgends, wo du stehen bleibst. Das gibt es einfach nicht. 3 Achsen. Fällt dir sonst irgendein Auto ein, was 3 Achsen hat? Nein. Abgesehen von den Militärautos? Nein. Nein, das ist mal Geduld. Aber das ist, ich kenne kein anderes Auto, deswegen war ja auch Mercedes auch so ein Alleinmerkmal gehabt. Ja. Es gibt kein anderes Auto mit so 3 Achsen, die du jetzt ja auch locker bei jeder Zulassungsstelle zulassen kannst. Eben, das ist, und im Alltag eigentlich bewegen kannst. Ich meine, so ein 4x4 im Quadrat ist ja schon sau selten und auch schon krass. Genau. Ist nochmal eine halbe G-Klasse hinten dran. Ja. Wobei ich sagen muss, bei den 4x4, bei den in Anführungsstrichen normal, da stelle ich mir echt die Frage, warum? Weshalb willst du so ein Auto? Okay? Aber bei dem Fahrzeug ist es einfach, da kommt auch die Frage, warum? Ja. Aber die ist ganz schnell beantwortet. Das ist einfach, ich will auffallen. Ja. Ich will über alles fahren können, was es gibt. Ohne Witz, also wenn keine ich Grenzen. Den Wagen hier haben würde, dann würde ich mir echt wahrscheinlich so 20 Schrottautos kaufen und einfach mal volle Kanone drüber räubern. Ja gut, okay, pro Rad bist du bei 3.500 Euro netto, die du dann nochmal wenden. Ja, und Carbon-Blenden außen,
Das wird dann schön teuer da. Ja, darüber darfst du dann nicht nachdenken. Ja, aber ey, wenn du den Wagen eh kaufst, dann ist dir sowas eigentlich dann auch wurscht. Eigentlich egal. Ja. Du hast ja auch einen Ersatztank, was du hier zusätzlich zuschalten kannst. Und dein Ersatztank ist bei 160 Liter. Du hast einen 160 Liter Zusatztank. Also sorry, ich bin gerade mega begeistert. Das sieht ja hier total nach Spaceship, Apollo. Wahnsinn, ne? Ja. Guck mal, hier Kippschalter. Ja, genau. Wie hier kannst geil. Du dein das ist ein Afterburner. Genau. Hier kannst du deinen Reifenluftdruck rein und raus. Wenn du auf der Wüste bist, muss der Reifendruck raus. Geil, das kannst du einstellen. Das hatte der Hammer 1. Kannst du dich noch erinnern? Ja. Das hatte der. Das ist ja genau. Das macht er alles hier automatisch, weil wenn du durch die Wüste fährst, musst du deinen Reifendruck musst du herunterfahren. Genau. Komm hier, das ist der nächste Punkt. Die Leute gucken, ja. Das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Guck mal, jeder dreht sich um, jeder guckt. Das Auto gibt es nicht. Nee. Und was ich auch spaßig fand, gerade eben von dem Up überholt worden. Ja, ja. Und anstatt die Leute, so, dass sie denken, so, ja, was ist das für ein Prollo, was ist das für ein Asozialer? Ja. Die denken, wow, was ist das für ein geiles Teil. Absolut. Das ist echt, das könnte auch so ein Filmrequisit sein. Ne? Das Ding ist, erstmal gucken sie und wissen gar nicht, wie sie das Auto zuordnen sollen. Eine G-Klasse von vorne, okay, das kennen sie, aber dann hinten dann nochmal die zusätzlichen Räder. Dann merkst du richtig, wie deren Köpfe anfangen zu arbeiten. Ja, genau. Und dann packt jeder eine Kamera raus. Tja. Egal ob Frau, Mann, Kind, egal was. Einmal. Oh, ja, das nervt echt. Das ist nervig. Das nervt echt. Vielleicht kannst du auch nicht parken. Sollen wir mal gleich parken üben? Oh Gott, bitte nicht. Das ist, also hier in Hamburg jetzt. Also einen Platz zu finden, wo der hier reinpasst, ne? Das stimmt. Krass. Aber was mir so auffällt, ne? Also man kann ihn schon gemütlich bewegen. Sag ich ja. Ist nichts so. Auch ich hole mit Absicht extra aus, das ist gar nicht so nötig eigentlich. Mhm. Sag mal, wie meinst du? Erster Gang. Der wird auch gut nach vorne. Alter, 544 Alter. PS. Du musst aber schon lenken. Ne? Ja, also genau. Du musst schon Auto fahren. Ja. Hast auch die Performance, also hast du auch Performance Lenkrad. Aber schon rechts, ne? Nee, geradeaus. Ja. Ja. 544 PS. Aber gerade jetzt hast du so locker 25 Liter weggehauen. So nur mit zwei Gasstößen. Ja, wir können ja auch hier einmal im Sportmodus gehen, wenn du willst. Ach, wir waren noch gar nicht im Sportmodus. Nein, jetzt sind wir im Sportmodus. Okay, oder? Du warst eben im Komfortmodus. Oh, hackt er die Gänge jetzt rein. So, ja, pass auf. Ja. Wow, bis 6000 Drehungen. Ja. Ah, das ist jetzt wieder AMG. Ja. Ich habe gerade eben gedacht, ist schon gut, aber jawohl. Da kommt er wieder richtig raus. So. Aber... So soundtechnisch ist schon AMG, aber könnte schon ein bisschen mehr sein, ne? Ja, durch diese ganzen neuen Emissionswerte und da ist wieder dein Freund. Und durch diese ganzen Partikelfilter und so weiter kommt ja nicht mehr viel raus. Das kann man aber ganz schnell beheben, indem man eine Brabus Auslaufanlage nimmt für roundabout 6.500 Euro. 6.500 Euro. Genau. Und dann kannst du selber steuern und dann, dann kannst du... Und vom TÜV abnehmbar, das ist das Schöne. Ne? Ja, es wird abgenommen, es wird eingetragen und alles gut. Du sprichst es an, TÜV abnehmbar. Dieses Auto, da musst du nichts mehr machen, da kannst du so abholen. Ne? Also, kannst du so abholen. Ja, da ist jetzt, weil ich meine, das eigentlich, wenn ich den Wagen von außen sehe, denke ich, alles illegal. Ja, stimmt. Stimmt. Ist aber nicht so, ne? Nein, du hast hier auch zwei sozusagen COC-Dokumente. Ah. Ein COC-Dokument für das Auto, also von Mercedes-Benz ausgestellt, beziehungsweise von AMG ausgestellt. Und ein COC-Papier von der Firma, die diesen Umbau durchgenommen hat. Das kommt sozusagen. Also gar nicht von AMG oder Mercedes selber? Nein, die Autos wurden weggeschickt und dann wurden die Autos sozusagen so gebaut. Geil. Und da hast du zwei COC-Dokumente. Das ist echt... Aber eine Sache wichtig, die Preise. Also, was reden wir hier, wenn du den Wagen jetzt zum Beispiel kaufen willst? Also die haben angefangen, das Auto hat ja einen Basispreis gehabt von circa, also der normale G63 von 160.000 Euro. Mhm. Da kamen nochmal circa 250.000 Euro Umbaukosten dazu. Wir reden immer von Listenpreis zwischen 370.000 bis 410.000 Euro. Da ist wieder dein Kumpel. Ich hab's schon zum fünften Mal im Video jetzt eingebaut.
sorry, Leute. Das ist echt. Nein. Entschuldige. Ja. Also bist du so, warst du ungefähr bei 410.000, 415.000 Euro Listenpreis. Mhm. Und am Anfang wollte kein Mensch das Auto haben, als das Auto in Produktion war. Und erst als. Weil zu krass, oder? Ja, die konnten sich das alle nicht so vorstellen. Das ist auch so, die Menschen werden erst aufmerksam und es wird immer erst was interessant, wenn es nicht mehr gebaut wird. Ah, okay. Weißt du, was ich meine? Ja. So, und an dem Tag, wo Mercedes angekündigt hat, so, wir stellen den 6x6 ein, da sind die Preise explodiert. Da sind die Amerikaner gekommen, da sind die Asiaten gekommen und die Vereinigte Arabische Emirate, Saudi-Arabien, die sind alle, wie, weiß ich gar nicht, woher die alle rauskamen. 2000 Stück gingen an die Australier, hier Armee von Australien, und dann haben sie noch mal ein paar Straßenfahrzeuge zugelassen. Wie viel sind das? Around about 400. Und zack, waren die Preise bei über 1 Million Euro. Boah! Das heißt, das Ding hier kostet circa 1 Million Euro, oder? Zurzeit werden die zwischen 850 bis 1 Million Euro gehandelt. Okay. Das heißt, wenn du das Auto da mal zum Listenpreis bekommen hast, hast du dein Geld verdoppelt. Boah. Und hast auch deinen Spaß gehabt. Boah. Ne? Krasser Scheiß, ey. Das ist echt so. Puh. Aber die Frage ist immer, alter Schwede, wo gehen wir noch hin? Ja. On my grind all day, gonna make a million sun that someday. You know I'm in the building when I write this way. Put me in the crowd when I bite this game. Bitch, I'm an animal eating these rappers, I swear. Aber man muss sagen, auch wenn das geil aussieht mit dem ganzen Leder hier und, und das Lenkrad, der Wahnsinn, Carbon, aber hier ist so ein bisschen veraltet, ne? Ja, ist die erste Generation G63. Ah, okay. Die zweite Generation, die letzte Generation, in dem Sinne wurden die ein bisschen modernisiert. Dein Navi ist größer geworden. Minimal. Ja. Aber die neue G-Klasse, hast du ja schon mal gesehen? Ja, schon. Das ist schon mal richtig. Das ist schon cool, aber ich finde von innen. Ja. Ich fahre seit 9 Jahren. Ich fahre seit 9 Jahren. Oder seit 10 Jahren jetzt inzwischen nur G-Klasse. Ich liebe dieses Auto. Okay. Aber ich finde persönlich, die neue G-Klasse ist in allen Punkten besser geworden. Ne? Ja. Gar keine Frage. Aber innen fehlt mir da wieder die G-Klasse. Dieses puristische auch. Ja. Ah, ist es zu sehr E-Klasse auch es geworden. Ist zu sehr, genau. Und das ist das geilste Auto der Welt. Ja, Multipla. Das ist so geil, das Auto. Das ist. Eigentlich könnte man umdrehen. Ja. Warte mal, pass mal auf, das machen wir jetzt. Haben wir ja, das noch? Ja. Ich stell den jetzt mal daneben hin und dann gucken wir uns den mal von außen an. Ja, okay? Klar, also, können wir machen. Ja. Können wir mal den Größenvergleich machen? Ja, genau. So. Genau. Ich komme hier kaum rum, ne? Aber ist geil. Aber du hast dich doch echt dran gewöhnt, ne, oder? Ja. Einzig allein, was heftig ist, echt, du musst Muckis haben, um hier rumzukommen. Ja, das ist schon, das ist gar nicht so einfach. Ja, du bewegst dann halt durch diese mega. So. Kannst du einfach verwarnblicken. Pass auf, hier dein Freund, der Multiplan. Geil. Okay, pass auf. Da geht gleich die Alarmanlage an. Das ist doch geil. Das ist doch der absolute Hammer. Also ich finde, von vorne ist eine gewisse Ähnlichkeit da. Die Lampen, die Blinker. Ja. Nein, aber da treffen doch Welten aufeinander. Da kannst du echt fast drüber fahren. Das ist echt cool. Ich geh mal an die Seite. Aber farblich passen sie zusammen, obwohl der Multipla ein bisschen ausgeblichen ist, gell? Aber das ist ja ein Fiat, der war schon im Berg ausgeblichen. Guck mal, ich bekomme das Auto gar nicht ins Bild rein. Aber weißt du, was die beiden Autos an zwei gleiche, also zwei Gemeinsamkeiten haben? Zwei? Ja. Hier haben wir ja pro Seite 3 Räder, ne? Und das ist das einzige Auto vorne mit 3 Sitzen. Ah! Der hat hier nur seinen Sitz umgeklappt. Ja, tatsächlich. Aber der hat eigentlich drei vollständige Sitze vorne. Das ist bescheid. 3 Achser. Wunderschön. Pass mal auf, wenn wir schon schon draußen sind, setz dich mal rein und mach mal noch einen kurzen Soundcheck von außen. Würde ich mal gerne wissen, wie er von außen klingt. Weil wir haben ja mega Sidepipes. Dann pass auf, dass du den Multipla nicht schmilzt, ne? Was ich entdeckt habe, wenn du hinten einsteigen willst und dein Freund gibt da Gas, dann kriegst du die Abgase genau
gegen deinen Schritt, ne? Ja, stimmt. Ist das mal aufgefallen? Stimmt, ja, stimmt. Jetzt ist hier der Unterboden ein bisschen holpriger. Ja. Das ist schon ein Strafdachfahrwerk, ja, ne? Kann das sein? Ja, ja, ja. Also das ist jetzt, ich habe gemeint, dass wir jetzt hier so schön wolkig überschweben würden. Nein, es ist ja keine Luftfederung. Mhm. Bei Luftfederung würdest du jetzt die Straße nicht merken, aber ja, das ist halt, hier nimmst du alles mit auf. Das ist so. Ja. Und auch wenn du Gelände fährst, nimmst du alles mit, aber ohne jegliche Probleme. Ja. Ne? Das ist so geil. Das ist echt wahnsinnig. Das würde ich echt gerne ausprobieren. Hier mit dem Ding Vollgas irgendwie im Wald oder sowas. Geil, oder ne? Wüste, da eine Düne hoch. Ja. Bam, bam, bam. Ja, ja, ja. Glaubst du, da hast du ihn auch auf der Wüste oder in der, auch da in Kitzbühel, ja, den Berg hoch, hast du da noch genug Leistung oder löst du dann irgendwann ab? Du merkst schon, dass er dann natürlich hin und her schaltet. Ja. Am besten ist er, wenn du dann selber schaltest, aber der schaltet hin und her. Aber der packt das. Der greift immer wieder irgendwo. Greift er wieder und bringt dich wieder auf die Straße. Ja. Das ist das Geile. Alter, Hammer. Das ist echt Wahnsinn. Jetzt rückst mich langsam echt auf. Verflucht. Aber die wollen natürlich dann vorsichtig, dass du einpackst, ne? Wenn du die ganze Zeit da parkst, bis das Control angeht. Also, dass dein Auto hier was abbekommt, da ist die Wahrscheinlichkeit sehr gering. Aber das andere Auto, den du mitnimmst, der ist, ich würde mal sagen, zum... Spürst du wahrscheinlich gar nicht, 60% Totalschaden. Wenn du rückwärts in den Lupo reinfährst oder sowas, das kriegst du gar nicht mit. Nee, das kriegst du auch nicht mit. Nein, das kriegst du auch nicht mit. Ich habe so das Gefühl, jetzt, wie ich jetzt hier so fahre, könnten wir eigentlich ein Busunternehmen aufmachen. Ja. Also so fühlt es sich jetzt an, ne? Ja. Aber wiederum kommt wieder, trotz Spaß, kannst du trotzdem, wenn du mal keine Lust hast und trotzdem so auffallen möchtest, kannst du, auch wenn sich das jetzt völlig pompös anhört, ne? Kannst deinen Chauffeur fahren lassen, noch hast hinten zwei separate Sitze, Business Seats. Du kannst deinen DVD anschmeißen, kannst an deinem Laptop arbeiten. Das ist ein Viersitzer. Das ist nur ein Viersitzer. Bei so einem Riesenauto hast du nur vier Sitze. Geil. Also Familienfahrzeug ist auch immer vorbei. Ja, genau. Ist das ein Auto zum Beispiel für dich mit Familie und sowas? Würdest du das fahren? Nee, oder? Nein. Aber es macht trotzdem natürlich Spaß, wenn du. Wenn deine Kleine, ich habe eine 6-jährige Tochter, dann steigt sie drauf und sagt, Papa, ich habe noch nie so ein riesen Auto gesehen. Weißt du, das ist auch für ein Kind was völlig Unvorstellbares. Nee, wie so eine Traumwelt wahrscheinlich dann auch. Ja, ne? Ja. Also, mir fehlen so ein bisschen die Worte. Das ist so verrückt, das hätte man sich auch gar nicht irgendwie vorstellen können. Ich bin heute hergefahren und habe mir gedacht, wie soll denn das funktionieren? Wie, wo, was und eigentlich jetzt... Ja, ja. Abgesehen von dem Ding, ne? Ja, das können wir ja beheben. Das ist ja nur ein Kabel. Sitzt du hier drin, ne? Und alle entspannen. Hören wir die ganzen Leute glotzen. Alle gucken. Und du kannst ihn trotzdem ganz entspannt fahren. Ja, das meine ich Hammer, ja. Ne? Das meine ich. Und je länger wir fahren, desto normaler wird's für dich, oder? Ja. Aber für die Leute außen nicht. Ja, genau. Ich habe schon längst vergessen, dass wir 6 Räder haben. Ja, das meine ich ja. Das meine ich ja. Geiler Scheiß. Ja, Freunde, also das war es jetzt hier zum AMG 63 6x6. Hamid, vielen lieben Dank an dich. Vielen Dank. Danke dir. Sau geile Erfahrung. Freunde, schreibt mir in die Kommentare, ist es was komplett Bescheuertes oder sagt ihr geiler Scheiß? Würde ich gerne wissen. Und damit sage ich Dankeschön fürs Zusehen und wir sehen uns dann wieder. Mein Freund sagt auch Ciao. Dankeschön. Ja, danke. Wir sehen uns dann wieder beim nächsten Mal. Ciao. Was halt echt krass ist, man lenkt viel. Und es passiert gar nichts. Guck mal, da ist nichts los. Das heißt, bis du einlenkst, hier guck mal die Kurve, da passiert erstmal was. Schon ein komisches Gefühl, ey.